Zwei Punkte dürfte Wladimir Putin mit der Veröffentlichung des abgehörten Gesprächs bezweckt haben. Erstens, eine Lieferung des Marschflugkörpers Taurus noch unwahrscheinlicher zu machen. Und zweitens, einen Keil zwischen die westlichen Verbündeten zu treiben. Tja, nicht nur über die Bundeswehr kamen ja da sensible Informationen ans Licht, sondern auch über die Armeen westlicher Partner. In Paris und London ist man über den schludrigen Umgang der Deutschen mit solchen Informationen ziemlich verärgert, wie Leonie von Randow zeigt. Als Zauderer in Sachen Waffenlieferungen gilt Deutschland unter den westlichen Verbündeten schon länger. Und jetzt auch noch als Sicherheitsrisiko, nachdem russische Spione geheime Gespräche deutscher Top-Militärs belauschten, ist das internationale Ansehen Deutschlands innerhalb der Ukraine-Allianz beschädigt. Ich finde, das ist peinlich für Deutschland, das ist peinlich für die Bundeswehr. Ich glaube, dass damit ein Bärendienst für den Bundeskanzler und auch für unsere Position Partnerinnen und Partnern gegenüber geleistet wurde. Die Deutschen als naive Plaudertaschen? Eine solche Wahrnehmung Deutschlands unter den Verbündeten hat Konsequenzen. Der Vertrauensverlust im Bündnis, der schon zuvor immer relativ groß war, weil man nicht alle Geheimdienstinformationen gerade mit Deutschland geteilt hat, aus Sicht der USA, aber auch der Briten und Franzosen, das verstärkt sich durch diesen Abhörskandal. Die Ampelspitzen dringen auf eine schnelle Aufklärung des Abhörskandals, mahnen zugleich, sich nicht vom Kreml spalten zu lassen. Doch Deutschland ist bereits unter Friendly Fire aus Paris und London. Wir wissen, dass Deutschland von russischen Geheimdiensten ziemlich durchdrungen ist. Das zeigt, dass sie weder sicher noch zuverlässig sind, kritisiert etwa der britische Ex-Verteidigungsminister Ben Wallace. Erst vor wenigen Tagen hatte Kanzler Scholz London schon einmal gegen sich aufgebracht. Er gab öffentlich preis, Großbritannien beteilige sich vor Ort in der Ukraine am Einsatz seiner Storm Shadow Marschflugkörper. Darüber war zuvor spekuliert worden, offiziell bestätigt wurde es aber nie. Angeknackst auch das Verhältnis mit Paris. Scholz watschte Präsident Macron öffentlich ab, nachdem der laut über westliche Bodentruppen in der Ukraine nachgedacht hatte. Macron wiederum lästerte über Deutschland, das zu Kriegsbeginn ja nur Schlafsäcke und Helme hatte liefern wollen. Die Gräben zwischen Deutschland und den westlichen Partnern, sie werden tiefer. Und einer lacht sich ins Fäustchen, Kreml-Chef Wladimir Putin. Darüber wollen wir sprechen mit dem Sicherheitsexperten und Politikberater Nico Lange. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wir haben es gerade gehört im Beitrag. Im Kreml lacht man sich ins Fäustchen und die westlichen Verbündeten dagegen, das Misstrauen zwischen ihnen ist groß. Es könnte gut sein, dass diese Affäre einen Keil zwischen die NATO-Verbündeten treibt. Wie brisant schätzen Sie die Lage ein? Putin versucht, unseren Informationsraum zu manipulieren und gezielt solche Dinge wie Leaks einzusetzen. Das ist nicht neu. Das kennt man. Wir haben aber ehrlicherweise auch einen gehörigen Teil dazu beigetragen, dass er die Situation so ausnutzen kann und müssen da sicherlich einige Dinge besser machen. Vor allen Dingen dürfen wir jetzt aber nicht in Selbstbeschäftigung verfallen, sondern müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist die Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs. Können Sie uns mal ganz kurz einordnen, wie wichtig überhaupt, weil wir da auch intern diskutieren, diese Informationen für Russland überhaupt militärisch sind? Sind da wirklich geheime Informationen dabei oder hätte sich das meiste der Kreml nicht ohnehin schon zusammenreimen können? Das, was Russland möglicherweise an geheimen Informationen gewinnt, wird es nicht publizieren, damit wir nicht wissen, wie Russland an diese Informationen kommt. Also dieser Gespräch ist ja veröffentlicht. War sozusagen aus russischer Perspektive entbehrlich. Aber das Gespräch ist ja veröffentlicht. Was lesen Sie denn daraus? Ja, dieser Leak war entbehrlich aus russischer Sicht. Und es geht darum, die innenpolitische Debatte zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass die Taurus wirklich nicht an die Ukraine geliefert werden. Offensichtlich haben die Russen einen gewissen Respekt vor Taurus. Das wäre für mich eher ein Argument, darüber nachzudenken, diese Waffe zu liefern, wenn Russland so einen Aufwand betreibt. Aber das Gespräch zu veröffentlichen hat natürlich vor allen Dingen dazu geführt, dass wir uns alle jetzt mit diesem Gespräch und mit diesem Leak beschäftigen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Blick dafür verlieren, was notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen.
Aber ist das nicht ein Armutszeugnis auch für Deutschland und für das Verteidigungsministerium, für die gesamte Bundesregierung? Wir lassen uns von Russland kontrollieren, welche Waffen an die Ukraine gesendet werden und welche Waffen nicht gesendet werden. Das ist doch eine ganz neue Art und Weise, eine ganz neue Dimension der Manipulation. Man kann, glaube ich, sagen, ohne zu übertreiben, die letzten 7 Tage der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik waren peinlich. Das können wir besser, das müssen wir auch besser machen, sowohl als Deutschland als auch als Europäer. Und klar ist, wenn wir uns von Putin neue künstliche rote Linien auferlegen lassen, es gibt ja genügend Leute in Deutschland, die das heute auch schon in politischen Parteien nachplappern, was er da gerne möchte. Wenn wir das mit uns machen lassen, wird er weitermachen und dann wird er versuchen, uns die Regeln zu diktieren. Klar ist, Taurus zu liefern wäre völkerrechtlich möglich. Und die Krimbrücke zu zerstören, wäre ein illegales Bauwerk, das in der Ukraine errichtet würde, das ein legitimes militärisches Ziel ist, zu zerstören. Wir dürfen uns da nicht neue rote Linien einziehen lassen. Welche Rolle spielt denn dann der Bundeskanzler? Denn die Bundeswehrexperten in diesem Gespräch stellen doch auch ganz klar dar, dass die Ukraine eben die Taurus auch selbst programmieren können, auch wenn es einige Wochen Vorbereitung kostet. Aber genau diese Infos muss doch der Kanzler vorher auch bekommen haben, denn schließlich beraten diese Experten auch ihn. Ich habe die Lage jetzt so verstanden, dass, wenn man will, dass es 2 Möglichkeiten gibt, Taurus an die Ukraine zu liefern. Entweder hilft man bei der Zielprogrammierung und behält damit auch die vollständige Kontrolle. Dafür muss man keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine schicken. Oder man bildet die Ukrainer aus, dass sie das selbst machen können. Und dann kann man den Ukrainern vertrauen. Sie haben ja alle Regeln, die ihnen auferlegt worden sind, von Partnern bisher eingehalten. Boris Pistorius ist seit seiner Berufung der beliebteste Politiker hier im Land. Allerdings auch er gerät durch diese Abhöraffäre jetzt in Bedrängnis. Inwieweit kann ihn das beschädigen? Inwieweit muss er sich hier erklären? Was ich gesehen habe, ist, dass der Verteidigungsminister zunächst mal um Aufklärung bittet durch den militärischen Abschirmdienst. Das ist auch richtig. Man muss erst mal klarstellen, hat da jemand die Regeln verletzt oder gab es einen anderen Weg, wie diese Konferenz abgehört worden ist. Und dann muss man überlegen, welche Konsequenzen das hat. Aber man darf sich andererseits auch nicht von Putin auferlegen lassen, was man macht und wie man es macht. Insofern muss man da jetzt auf die Aufklärungsergebnisse warten. Das tun wir. Dankeschön an den Sicherheitsexperten und Politikberater Nico Lange. Herzlichen Dank. Gerne. Bei der Fahndung nach ehemaligen RAF-Mitgliedern sind die Ermittler den gesuchten Ex-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garbeck offenbar dicht auf der Spur. Heute Nachmittag gab es auf der A5 südlich von Darmstadt einen weiteren Einsatz. Dabei ist ein Wohnmobil auf einem Parkplatz von SEK-Beamten und Ermittlern des LKA eingekeilt worden. Der Einsatz wurde vom LKA bestätigt, eine eventuelle Festnahme aber nicht. Unterdessen untersuchten Ermittler heute auch eine Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Die Beamten gehen davon aus, dass sich Burkhard Garwig dort längere Zeit versteckt hielt. In Berlin-Friedrichshain für uns Gerrit Sebald, denn auch dort gab es ja in den vergangenen Stunden Durchsuchungen von Objekten. Jetzt dieser Zugriff, dieser Einsatz auf der A5 in Hessen. Was weißt du darüber, Gerrit? Ja, man kann sagen, es geht Schlag auf Schlag. Wir wissen aber tatsächlich nicht genau, was da passiert ist. Wir wissen nur, es gab einen relativ spektakulären Polizeieinsatz auf einer Raststätte auf der A5 in Hessen. Dort stand nämlich ein Kleinbus, so ein Camper, der hatte ein ausgeklapptes Dachzelt und die Scheiben, die waren von innen verhangen. Also man konnte davon ausgehen, dass da drin vielleicht eine Person übernachtet hat. Dann ist die Polizei, das SEK, MEK, hat sich diesem Kleinbus genähert, mit schwer bewaffnet, mit Schildern beschützt und haben dann dort wohl auch 2 Personen angetroffen. Es gab auch Bilder, wie eine Person festgesetzt wurde mit Handschellen, die von hinten aussehen könnte tatsächlich wie der gesuchte Burkhard Garweg. Aber dann eben die Meldung der Polizei, es wurde niemand festgenommen. Allerdings wurde bestätigt, bei 2 Personen wurden identitätsfeststellende Maßnahmen durchgeführt.
Und der Kleinbus, der wurde zur Spurensicherung mitgenommen. Das heißt, das sind etwas widersprüchliche Meldungen, die wir jetzt haben. Ob das Ganze jetzt tatsächlich was mit dem gesuchten RAF-Terroristen zu tun hat oder nicht. Aber wir sehen eins, der Fahndungsdruck, der ist enorm hoch. Es ist die vierte Maßnahme innerhalb von 2 Tagen. 3 davon ja hier in Berlin. Eine läuft immer noch hinter mir hier in Berlin-Friedrichshain in einer Bauwagensiedlung, bei der sich der gesuchte Ex-Terrorist hier aufgehalten haben soll. Hier die Polizeimaßnahmen laufen auch jetzt am Abend noch. Es kommen immer wieder Polizisten rein und raus. Spurensicherungen mit weißen Anzügen kommen rein und raus. Und die Staatsanwaltschaft Verden, die die Ermittlung leitet, die ist relativ optimistisch, dass es bald zu einem Fahndungserfolg kommen könnte. Das hat sie heute gesagt. Sie hat sich in dem Zusammenhang sogar an den gesuchten Terroristen Burkhard Garweg, Ex-Terroristen Burkhard Garweg, gewendet und gesagt, er solle sich doch jetzt stellen. Man sei ihm so dicht auf die Fersen. Man wolle nicht, dass es eskaliert. Niemand sei an einer Eskalation interessiert. Sie sagen auch, er sei jetzt so richtig auf der Flucht eben, und zwar ohne Geld, ohne Unterstützung und ohne Verpflegung. Und deswegen hoffen sie auf einen schnellen Fahndungserfolg, vielleicht jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen hier in Berlin oder anderswo in Deutschland. Ob das in Hessen jetzt tatsächlich ein Erfolg war oder nicht, können wir Stand jetzt leider noch nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Dankeschön, Gerrit. Der oberste Gerichtshof der USA hat heute den Weg für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei den Vorwahlen freigemacht. Trump darf demnach entgegen der Urteile von Gerichten in einzelnen Staaten an den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner teilnehmen. Das Streichen seines Namens vom Wahlzettel in Colorado sei nicht rechtens, so der Supreme Court. Mehrere Staaten hatten versucht, Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 zu disqualifizieren. Die Entscheidung fiel einen Tag vor dem morgigen Super Tuesday, an dem in mehr als einem Dutzend US-Staaten die Vorwahlen stattfinden. Start by thanking the Supreme Court. Zunächst möchte ich dem obersten Gerichtshof für seine heutige einstimmige Entscheidung danken. Es war eine sehr wichtige Entscheidung, die sehr gut durchdacht war. Ich denke, sie wird dazu beitragen, unser Land zusammenzuführen, was unser Land braucht. Sie haben lange daran gearbeitet, sie haben hart gearbeitet und offen gesagt, sie haben sehr schnell an etwas gearbeitet. Darüber wird noch in 100 und 200 Jahren gesprochen werden. Im Grunde genommen kann man niemanden aus dem Rennen nehmen, nur weil es ein Gegner gerne so möchte. Und das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass es sich um einen Spitzenkandidaten handelt, egal ob es der Spitzenkandidat war oder ein Kandidat, der ganz unten steht. Man kann nicht jemanden aus dem Rennen nehmen, der gewählt wurde. Michael Willen, wir bei unserem US-Korrespondent zugeschaltet aus Washington. Ja, eine Entscheidung, sagt Donald Trump, über die man noch in 100 oder 200 Jahren sprechen wird. Schauen wir mal. Aber eine große Überraschung war die Entscheidung heute zwar nicht. Und trotzdem, Trump hat durchaus Grund zu frohlocken danach, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist Wasser auf die Mühlen seiner Wahlkampfmaschinerie. Er hat ja ohnehin immer behauptet, er sei ein Dissident, der verfolgt würde von den Demokraten, die Richter und Staatsanwälte mehr oder weniger auf ihn hetzen, um ihn zu Fall zu bringen. Und jetzt hat der Supreme Court entschieden, in seiner Sache zu seinen Gunsten. Eine dieser unrechtmäßigen Versuche, in seinen Augen vom Wahlzettel zu streichen, der wurde einkassiert, einstimmig. Und insofern ist das tatsächlich ein Riesensieg, sicherlich passender noch zum Super Tuesday. Morgen wird ja in 15 Staaten gewählt und dann noch in einem Überseegebiet. Und da ist eigentlich klar, dass das ihm auf jeden Fall zu Pass kommen wird. Und alles andere als ein riesengroßer Sieg von Donald Trump wäre also völlig unwahrscheinlich. Nikki Haley, seine einzige verbliebene Gegenkandidatin im Rennen bei den Primaries, bei den Vorwahlen, um Kandidat zu werden, hat zwar hier in Washington einen Achtungserfolg erzielt, hat hier gewinnen können am Wochenende, aber das ist eigentlich doch recht unrelevant angesichts doch der Größe der USA und angesichts der gravierenden Überlegenheit Donald Trumps in den Umfragen in allen anderen Bundesstaaten. Lass uns noch auf den Super Tuesday blicken. Was ist zu erwarten?
Ja, also dieser Landslide-Sieg, also dieser Erdrutsch-Sieg von Donald Trump, davon gehe ich mal aus. Vielleicht schafft es Nikki Haley in dem einen oder anderen Bundesstaat den Abstand nicht ganz so krass werden zu lassen. Also ihre Niederlage im Vergleich dann halt zu Donald Trump. Aber wir gehen alle davon eigentlich hier in den USA aus. Und das sagen auch die Umfragen, dass sie da keinen Stich mehr hat. Dann kann man darüber diskutieren, ob sie vielleicht dann nach dem Super Tuesday, was Trump ja schon seit langem fordert, aus dem Rennen aussteigt, dass er der alleinige Kandidat ist. Er wird es nicht schaffen, alle Delegierten, so viele Delegiertenstimmen schon zusammenzusammeln, dass er schon mehr als die Hälfte hat für die Conventions, für den Parteitag der Republikaner im Sommer, wo er dann gekrönt werden soll. Aber er ist dann ganz, ganz nah dran. Er wird nicht mehr aufzuhalten sein. Das ist völlig klar. Er wird der Kandidat der Republikaner. Vorwahlen gibt es natürlich auch für die Demokraten. Joe Biden muss beweisen, dass er da immer noch unangefochten der Frontrunner ist und dass er seine Mannschaft zusammenhalten kann, seine Wähler, vor allen Dingen, die vielleicht wegen seines Alters und auch seiner Politik, wir haben es in Michigan gesehen, ihn nicht mehr wollen, wegen seiner Israel-Politik, wegen dieser Unterstützung des Krieges im Gaza-Streifen, haben sich Demokraten, viele Demokraten abgewendet, setzt sich der Trend fort, bleiben viele auf dem Sofa sitzen, wollen nicht mitmachen. Das wird das Augenmerk sein bezüglich der Vorwahlen von Joe Biden vor dem Hintergrund, dass er angezählt ist, dass ihm ja diese Aussetzer immer wieder zur Last gelegt werden und dass die große Mehrheit der Bevölkerung glaubt, er ist zu alt, glaubt man auch von Donald Trump, aber dann dennoch von deutlich weniger als bei Joe Biden. Und Joe Biden muss sich ernsthaft Sorgen machen, wenn man die Umfragen sieht, nicht nur, dass er 5 Prozentpunkte nationweit hinter Donald Trump inzwischen liegt in einer Umfrage der New York Times, also 100-prozentig seriös, sondern auch, wenn man in die Wähleranalysen reingeht, sieht es auch schlecht aus, denn fast die Hälfte der Bürger glauben, dass sie von der Politik von Trump, als er Präsident war, persönliche Vorteile gehabt haben. Und das glauben bei Biden nur ein bisschen mehr als 20%. Also das ist nicht gut für Joe Biden. Es sieht im Moment nicht gut aus. Michael, danke für deine Einschätzung. Morgen dann der Super Tuesday in den USA. Was Streiks betrifft, sind die Deutschen einiges gewohnt, aber das, was Ende dieser Woche bevorsteht, das ist sogar für die streikgeplagte Bundesrepublik eine ganz neue Dimension. Denn neben der Lokführergewerkschaft GDL wird auch das Bodenpersonal der Lufthansa am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. Damit finden die Streiks mehr oder weniger zeitgleich statt. Der Reiseverkehr in Deutschland, der dürfte dann weitgehend stillstehen. Diese Woche wird also schlimm. Es könnte aber noch schlimmer kommen. Wie Gewerkschaftschef Wieselski heute nämlich ankündigte, soll es nach dieser Streikrunde weitere unangekündigte Arbeitsniederlegungen geben. Und als wäre das nicht genug, gibt es ja auch beim Nahverkehr in vielen Städten immer wieder Warnstreiks. Andreas Büttner und Kevin Lux mit den Einzelheiten. Die Lokführer, sie scheinen am längeren Hebel zu sitzen. GDL-Chef Wieselski führt seine Gewerkschaft seit Monaten durch einen deutschlandweiten Streikmarathon. Er will höhere Löhne und geringere Arbeitszeiten, die Tarifverhandlungen mit der Bahn immer wieder gescheitert. Jetzt steht fest, ab Donnerstagmorgen 2 Uhr bleiben die Züge im Land für 35 Stunden lang stehen. Wir haben 28 Unternehmen bereits Abschlüsse. Nur beim Marktführer DB funktioniert das nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil die Herren mit dem Steuerzahlergeld freimütig um sich werfen. Herr Seiler hat klar erklärt, es sind schon 300 Millionen Geld verbrannt worden. Nicht nur ärgerlich für die Reisenden, auch der schon schwächelnden Wirtschaft setzt der Streikmarathon mächtig zu. Wichtige Güter werden nicht geliefert, Mitarbeiter kommen nicht zur Arbeit. Rund 100 Millionen Euro kostet ein Tag Streik, das hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Dabei ist in den letzten Monaten ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden. Mitte November der erste Streik nach geplatzten Verhandlungen. Im Dezember legten die Lokführer die Arbeit wieder nieder. Anfang Januar dann Streik Nummer 3. Der vierte Streik ließ nicht lange auf sich warten. Und für die Zukunft kündigt GDL-Chef Wieselski Wellenstreiks an, die er vorher nicht mehr langfristig ankündigen will. Das kritisiert die Bahn, denn es gebe keine Möglichkeit mehr für einen Notfallfahrplan. Wenn künftig keinerlei Ankündigungen mehr kommen, dann wird das zunehmend erschwert. Also das heißt, es wird für alle Beteiligten noch unplanbarer. Deswegen
fordere ich erneut die GDL auf, an den Verhandlungstisch zu kommen und nach Lösungen zu suchen, nach Kompromissen zu suchen, die auch tatsächlich machbar und umsetzbar sind. Und auch Fluggäste bleiben auf der Strecke. Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa ebenfalls für Donnerstag und Freitag zu einem Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert 12,5% mehr Gehalt und mindestens 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Der Arbeitskampf in Deutschland hat damit eine noch nie dagewesene Dimension erreicht. Tech-Gigant Apple muss eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zahlen. Das hat die EU-Kommission heute entschieden. Denn der US-Konzern habe seinen eigenen Musik-Streaming-Dienst im Apple App Store gegenüber Konkurrenten bevorzugt. So durften App-Entwickler zum Beispiel nicht über andere und günstigere Musik-Abo-Dienste informieren. Apple habe so gegen das EU-Kartellrecht verstoßen. Der Streaming-Dienst Spotify hatte sich darüber beschwert. Ja, schlimmes Feuer war das in einer Seniorenresidenz in Bedburg-Hau in Nordrhein-Westfalen heute Morgen. Da sind bei diesem Brand 4 Menschen gestorben. 23 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter auch ein Feuerwehrmann und ein Polizist. Ja, die Ermittlungen, die richten sich jetzt gegen einen 71-jährigen Bewohner. Der Mann wird verdächtig, das Feuer fahrlässig verursacht zu haben. Und die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert strengere Vorgaben für den Brandschutz. Schreckliche Szenen spielen sich in der Nacht in diesem Seniorenheim ab. Rasend schnell frisst sich ein Feuer durch das zweigeschossige Gebäude. Zu schnell für die Feuerwehr. Sie kann nicht mehr in allen Teilen des Hauses löschen und nicht jeden rechtzeitig aus den Flammen retten. Wir haben Personen vorgefunden, die im Erdgeschoss an ihren Fenstern standen, um Hilfe gerufen haben. Es gab pflegebedürftige Patienten und nicht gehfähige Patienten in ihren Betten, aber auch Patienten, die aufgrund ihrer Vorgeschichte mit der Situation überfordert waren, die sich auch geweigert haben, die Räumlichkeiten zu verlassen. Es war alles in allem sehr dramatisch. Ein Bewohner schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Auch ein Feuerwehrmann und ein Polizist werden bei dem Einsatz schwer verletzt. Gegen 3.50 Uhr war der Brand in der Seniorenresidenz in der Gemeinde Bedburg-Hau am Niederrhein ausgebrochen. Am Vormittag eilt NRW-Innenminister Herbert Reul zum Unglücksort, macht sich ein Bild der Lage. So ein Brand mit 4 Toten im Altenheim, Pflegeheim, es ist schon bedrückend. Und ich wollte einfach wissen, erstens, was ist hier wirklich passiert und es auch sehen. Und natürlich auch denjenigen, die hier geholfen haben, Dankeschön sagen. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Das Gebäude ist schwer beschädigt, verrußte Flure, ausgebrannte Zimmer. Die rund 50 Bewohner der Einrichtung müssen auf andere Unterkünfte verteilt werden. Der Schock unter den Senioren sitzt tief. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 71 Jahre alten Bewohner. Er wird verdächtigt, das Feuer fahrlässig verursacht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zum Schluss noch eine Meldung vom Sport. Der Deutsche Handballbund hat den Vertrag mit Nationaltrainer Alfred Gislason verlängert. Die Verlängerung ist aber an eine Bedingung geknüpft. Zunächst zu den Einzelheiten des Vertrags. Er läuft bis 2027, schließt also die dann stattfindende Heim-WM mit ein. Voraussetzung aber ist eine erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Jahr. Gelingt das nicht, endet Gislasons Vertrag noch 2024, dieses Jahr also. Die Olympia-Qualifikation wird übrigens im März in diesem Monat in Hannover gespielt.